geht ab, Filmfreunde, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute möchte ich euch was Cooles präsentieren, denn ich habe getauscht ein Mediabook und ja, ich habe ja letztens im letzten Unboxing-Video zu Hatchet 3 im Mediabook oder das Mediabook von Hatchet 3, das ich präsentiert habe, habe ich ja gesagt, dass ich Hatchet Teil 1 nur im gezeichneten Artwork habe und gerne das Axtmotiv hätte und ja, da hat mich der gute Insano angeschrieben, hat gemeint, er hätte lieber das gezeichnete Motiv. Und dann haben wir getauscht. Viele Grüße an dich an dieser Stelle, mein Freund. Danke nochmal fürs Tauschen. Hat auf jeden Fall mich riesig gefreut. Sehr geile Sache. Und jetzt habe ich hier dieses coole Axtmotiv. Das passt dann auch super gut zum zweiten Teil. Das zeige ich euch auch gleich nochmal. Nichtsdestotrotz möchte ich euch hier das coole Mediabook nochmal präsentieren. Auch wenn ich es schon mal gemacht habe, nur halt im anderen Artwork. Und ja, ich zeige euch das einfach nochmal. Und an dieser Stelle viel Spaß mit dem Video und danke nochmal an dich, Insano. So Freunde, dann schauen wir uns das schöne Teil mal etwas genauer an. Und ja, die inneren Werte kennen wir wahrscheinlich alle schon, ich eigentlich auch. Nichtsdestotrotz schauen wir uns das Ganze hier nochmal an. Und jetzt komme ich hier noch an die Kamera. Tut mir leid, Freunde. So, wir legen los mit dem schönen Mediabook. Ja, so sieht das Ganze hier aus. Richtig geile Sache, gefällt mir mega gut. So sieht dieses Artwork aus. Ist das Originalmotiv hier, das Axtcover, finde ich eine mega geile Sache auf jeden Fall. Das Ganze hier ist matt gehalten, das kennen wir ja schon vom anderen Motiv. Das ist genauso matt gehalten und die Titelschrift Hatchet. Ja, gehen wir über zum Spine, der schaut so aus. Der passt natürlich jetzt auch super zum Spine meines zweiten Teils. Hatchet, richtig coole Sache. Halte ich euch auch gerne nochmal näher an die Kamera. Und von hinten schaut das Ganze dann so aus. Auch cool gestaltet. Wir haben hier einmal die Inhaltsangabe. Dann haben wir hier noch ein paar Szenenfotos. Und weiter unten die technischen Daten sowie Limitierungsnummer. Jo, dann würde ich einfach mal sagen, kommen wir zu den inneren Werten und schauen uns das Mediabook nochmal an. Hier schon das Booklet gespoilert. So, ich zoome ganz kurz etwas näher ran und dann sehen wir uns wieder. So, dann schauen wir uns das Ganze an und hier haben wir erstmal die erste Nummer Disc oder die Disc Nummer 1, je nachdem wie auch immer man das Ganze betiteln will. Und ja, ich hole die Disc jetzt hier mal raus. So, ups, jetzt fällt die mir schon fast hier aus der Hand. So schaut das Ganze hier aus. Cool gestaltet, kennen wir ja auch schon, wie gesagt. Das ist alles identisch zum ja, gezeichnet Motiv, Mediabook. Also von inneren Werten ist das eigentlich alles gleich. So, so sieht das aus. Schönes Artwork. Und ja, Innendruck auch cool, kräftig gehalten. Das Ganze sieht schön aus. Gehen wir über zum Booklet. Und das startet hier mit Hatchet natürlich. Und ja, was soll ich hier sagen? Illusions macht super Mediabooks. Wir haben hier viel Text, wie ihr schon seht. Wir haben aber auch schöne Szenenfotos dazwischen und ja, ich mag den Film, muss ich ehrlich sagen. Ich mag die ganze Reihe, die macht einfach viel Spaß und ja, soll ich schon mal spoilern? Nein, ich werde noch nicht spoilern, deswegen verrate ich noch nichts, aber ihr werdet dieses Jahr auf jeden Fall noch was von Hatchet hören. So, aber mehr verrate ich an dieser Stelle noch nicht, seht ihr aber noch, definitiv dieses Jahr. So, schön gestaltetes Booklet. Gefällt mir gut. Sehr schöne Sache. So, hier haben wir jetzt eine Doppeldisc-Halterung. Jetzt muss ich hier wieder ein bisschen aufpassen, Freunde, weil... Ja, so, haben wir aber hinbekommen. So schaut die Disc Nummer 2 aus. Schön gestaltet. So, lege ich auch mal zur Seite hier. Und... Versuche ich hier mal noch vorsichtig Disc Nummer 3 rauszubekommen. Ist immer schwierig hier mit diesen Halterungen, Freunde. Da müsst ihr wirklich, wirklich aufpassen. So, und so schaut Disc Nummer 3 aus. Auch schön gestaltet. Kann man auch nicht meckern. Auch schöne Sache. So, lege ich auch zur Seite. Und dann schauen wir uns nochmal den Innendruck an. Der schaut hier so aus. Auch der ist hübsch. Kann man definitiv nicht meckern. Gefällt mir gut. Jo, schöner Innendruck. So, dann mache ich die Discs nochmal rein
Und Freunde, wenn ihr noch Lust habt auf ein weiteres Video heute, dann würde ich in 2 Stunden nochmal hier vorbeischauen. Denn wir haben jetzt, wenn ich das Video hochlade, 17 Uhr. Ich denke mal, dass ich 17 Uhr hochladen werde. Und dann sehen wir uns um 19 Uhr nochmal. Denn ihr wolltet ein Unboxing von Hatchet Victor Crowley im Mediabook. Und dann mache ich das doch auch ganz gerne. Denn natürlich, ich möchte es auch auspacken. Ich will auch wissen, wie es ausschaut. Deshalb, und ich bin ja kein OVP-Sammler. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Später würde ich sagen, Hatchet Victor Crowley im Mediabook. Also um 19 Uhr definitiv mal vorbeischauen. Vielleicht mache ich auch eine Premiere. Mal schauen, wie ich lustig bin. Schauen wir mal. Und ja, Freunde, an dieser Stelle, Dankeschön fürs Zuschauen. Vielen Dank nochmal Insano für den schönen Tausch. Hat mich sehr gefreut. Jetzt habe ich endlich das Mediabook. Ach genau, das wollte ich euch ja noch zeigen. Ich habe ja hier noch das Mediabook vom zweiten Teil jetzt liegen. So, dann schauen wir nämlich noch schnell, wie cool das jetzt nebeneinander ausschaut. So, jetzt lege ich das hier mal ein bisschen rüber. So, und jetzt sehen wir schon, die Artworks passen sehr schön, ne? Das seht ihr jetzt schon, das sieht schon ziemlich cool aus. Sehr schöne Sache. Und auch vom Spine her passt das Ganze jetzt natürlich mega. Jetzt auch mal anschauen. Es hat vorher auch schon gepasst, aber jetzt seht ihr gleich, dass die Schriftart noch besser passt als vorher. Sehr schöne Sache, wie ich finde. Richtig cool. Geile Sache. Jetzt habe ich endlich Teil 1 und Teil Nummer 2 in den schönen, ja, Axtcovern. So, Freunde, das war's mit dem heutigen Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank nochmal an dich, Insano, für den schönen Tausch. Hat mich sehr gefreut, wie gesagt. Und ja, mein Mediabook dürfte auch schon bei dir angekommen sein. So, dann sehen wir uns, wie gesagt, in 2 Stunden, wenn ihr Lust habt, nochmal. Denn dann präsentiere ich euch natürlich noch dieses schöne Teil hier. Da seid ihr ja schon ganz scharf drauf auf dieses Video und ja, ich auch. Und dann würde ich sagen, bis später, Freunde. Und an dieser Stelle lasst ein Abo da, lasst ein Like da, haut mir was in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal, euer Movie Pyro 911 und ciao.